Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Pirate Warriors 3. Ja, in der heutigen Folge werde ich wieder Traumlock spielen. Und ich sehe gerade was. Moment mal. Ach, guck mal. Wie geil, ich kann von... Ha, wie geil, ich kann von Tashigi... Kann ich das Shambles Outfit auswählen, wo sie von Smoker übernommen war. Oder wo Smoker quasi in ihr drin war. Ziemlich cool. Aber Smoker kann ich das Outfit nicht ändern. Ich würde gerne das neue Weltoutfit mit dem haben. Egal. In der letzten Folge habe ich Kizaru freigeschaltet im Traumlock. Und ich würde sagen, wir machen heute mal eine Folge mit dem guten Whitebeard. Ja, setzen wir mal die Segel mit dem, ne? Ich liebe Whitebeard. Whitebeard ist und bleibt für mich der allercoolste Pirat, ohne Scheiß. Ich finde den wirklich, der Typ ist einfach assi. Der Typ ist einfach der asozialste Wichser, den es gibt. Ohne Scheiß. Ist mein Ernst. Whitebeard ist einfach... Also wenn ich mir einen Captain aussuchen würde, ich würde mir Whitebeard aussuchen. Ohne Scheiß. So. Ich habe gesagt, ich möchte gerne das Kopfgeld machen für das Lapin hier. Weil das gerade Kopfgeld-Time hier ist. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt auch, wa? So. Ja, legen wir los. Ah, Whitebeard ist einfach der coolste, weil der Typ ist einfach der asozialste vom Herr. Der kann die asozialsten Sachen ever. Ich kämpfe gegen Nami. Scheiße. Aber ey, ich habe Teach im Team. Teach ist echt ein übler Wichser. Das ist echt ein Assi, ey. Wo mal gerade Münzen. Habe ich irgendwelche neuen Münzen, die ich verwenden könnte? Oh, ich hätte 62 Ace-Münzen. Dann machen wir die mal gerade rein. Ah, Marco-Münzen habe ich noch nicht viele. Werde ich bald haben. Bald habe ich Marco-Münzen. Auf jeden Fall. Der wird mein zweitliebster Charakter wahrscheinlich sein. Ich finde Marco einfach cool. In meinen Augen ist er der coolste Zorn-Nutzer irgendwie, weil er ist einfach der einzigartigste überhaupt, den es gibt. Weißt du? Also, ganz ehrlich, also ein Fabelwesen als Zorn-Nutzer, das ist sowas von geil. Jetzt werdet ihr mal die brachiale Kraft von Whitebeard sehen. Whitebeard ist der asozialste Wichser, den es gibt, ohne Scheiß. Du bist einfach der Oberknaller. Und vor allem werde ich euch gleich mal meine Lieblingsattacke mit ihm zeigen. Ich kriege da so Gänsehaut jedes Mal, wenn ich das im Anime sehe. Ohne Scheiß. Mach die jetzt gleich mal mit dem. Und natürlich völliger Quatsch, dass die zwei mal zusammenkämpfen würden. Whitebeard und Blackbeard, das ist völliger Quatsch, dass die zusammenspielen würden. 10 Minuten Zeit, okay. Heißt, wir haben auf jeden Fall gut Zeit, um hier ein bisschen was wegzuklatschen. Jetzt mach ich die Mission mal. Die Attacke mal. Die geilste Attacke ever. Ich liebe es, wenn er diese Hände da, wenn er das da so hebt und das runterzieht. Das ist so asozial. Allein schon, wie sie das damals im Anime aufgebauscht haben. Ich kann mich noch genau an die Szene erinnern, als wenn ich mir das gerade eben noch vorher angeschaut hätte. Das ist einfach so geil, diese Geräusche dabei und dann dieses, diese Whitebeard zu zeigen, wie er diese Geste macht und dann diese Geräusche dabei, weil da krieg ich der Gänsehaut jetzt schon von. Wenn ich da nur daran denke, weil das ist einfach das Allergeilste in One Piece jetzt gewesen. Wie er da wirklich diese Welt gedreht hat und dann halt die komplette Insel in mehrere Teile so aufgesägt hat und gespalten hat. Das war die übelste Attacke, die ich bis jetzt in One Piece gesehen habe. Und ohne Scheiß, ich finde deswegen ist Whitebeard auch der allerstärkste in meinen Augen. Für mich ist er der allerstärkste Pirat, den es gibt. Ist einfach so. Natürlich, klar, Blackbeard hat natürlich jetzt die Kräfte von Whitebeard, das ist mir natürlich klar. Aber trotz alledem, finde ich Whitebeard immer noch geiler. Weil es einfach der asozialste ever, den es gibt. Vor allen Dingen auch, weil er Blackbeard auch noch in die Fresse gehauen hat am Ende des Krieges. Hat er nochmal richtig schön ins Gesicht geschlagen, dem Kerl. So, Nami kriegt mal gerade auf die Mütze. Wenn ich das gerade sehr bereue, dass ich Nami auf die Mütze haue. So, wo ist sie denn hin? Nami? Nami? Hallo? Ach da, hallo. Oh, ein neues Weltoutfit hat sie an. Natürlich haben alle Charaktere immer das neue Weltoutfit hier an, ist klar. Die Attacke, ich liebe sie. Schade, dass sie nicht so geil ist wie in dem Anime. Die ist zwar cool gemacht, aber im Anime war die 10-mal geiler auf jeden Fall. Da kommt Nami. Achtung, da ist sie. Hier ist sie. Oh, Whitebeard, du bist so ein asoziales Dreckstück, ey. Latsch, Junge. Bam, Junge. In your face, Baby.
Ich weiß, normalerweise sollte ich eigentlich dafür sorgen, dass ich das Lapin kille. Aber ich habe gerade viel zu viel Spaß mit Whitebeard hier ein bisschen rumzueiern. Die Stimme von Whitebeard ist auch absolut genial. Ich liebe die Stimme von Whitebeard. Der Attacker hatte damals gegen den Riesen eingesetzt, den ich da gerade gemacht habe. Er hat ihn der Riese angegriffen. Achtung, die hier. Also dann ist er dann in seine Richtung gesprungen, hat einfach den in seine Richtung gemacht und dann war er weg. Es ist aber auch diese brachiale Gewalt, die der Kerl einfach hat mit der Beben-Beben-Frucht. Das ist so assi, der Kerl, ey. Ohne Scheiß. Okay, das Lapin ist aufgetaucht, das heißt, ich könnte das Lapin jetzt besiegen. Mache ich aber nicht, finde ich langweilig, jetzt das Lapin direkt zu besiegen. Viel zu viel Spaß hier gerade mit Whitebeard. Und du musst überlegen, ich bin Level 45 und das ist eine Level 50 Mission. So, wir können da oben noch das Gebiet annehmen. Wobei, da oben ist noch irgendjemand. Was ist da oben? Was haben wir denn hier in der Ecke noch? Da ist ein Piratenkapitän. Dann machen wir dich mal kalt, mein Lieber. Okay, der hat nicht mehr viel Leben. Den machen wir jetzt kalt. Lol. Hast du Whitebeard geschlagen? Jetzt rollen, mein Lieber. Bin ja mal gespannt, wie auch die nächsten Folgen im Legenden-Log werden. Ich bin jetzt am Krieg angelangt. Ich hoffe, ihr habt die letzten Folgen beobachtet. Oder geschaut. Ich bin jetzt am Krieg angelangt und stehe quasi kurz davor, die Mission auch anzufangen. Und ich wollte das halt mal wirklich, bevor ich den Krieg anfange, so ein bisschen... Wow. Jetzt ist mir gerade eine Fliege in Richtung Auge geflogen. Was soll ich sagen? Jedenfalls bin ich halt kurz davor, die Mission halt zu machen. Und ich wollte halt vorher noch ein bisschen Traumlock halt spielen. Einfach mal so, weil ich zeig das so selten und spiele das eigentlich so häufig, das Traumlock. Und an sich mache ich eigentlich immer den Fehler und spiele einfach so offscreen viel zu viel und zeig euch viel zu wenig. Das ist eigentlich auch so ein Fehler, den ich auch immer wieder mache. Sollte ich nicht machen. Weil wie man sieht, es macht auch, denke ich mal, Spaß, jetzt gerade so zuzuschauen, wie ich mal das Traumlock spiele. Einfach mal andere Charaktere mal zeigen kann, wisst ihr? Als immer nur die Strohhüte. Aber ist halt auch vielleicht ein bisschen langweilig, ne? Ich habe mittlerweile 100 KOs. 1000 KOs. Yarodomo! Das ist der Satz, den er damals seiner ganzen Crew gesagt hat, als sie den Dingen stürmen sollten. Den Hauptplatz. Ich habe deine Kraft bewundert. Ach, was, dass die extra quasi so Sätze sich haben einfallen lassen, was die wohl sagen könnten, wenn die trotzdem mal zusammenkämpfen würden. Finde ich halt auch ein ganz cooles Feature irgendwie. Oh klar, die Basis mir. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu dem Lapin und hauen dem Lapin mal in die Fresse. Mach's gut, Lapin. Boah, das mach's gut, also es ist natürlich noch da, weil es viel zu stark ist natürlich, aber trotzdem hat es mal gut aufs Maul gekriegt gerade. Erstmal die hier direkt. Bam, Junge. Hat man gerade eben wieder einen. Leute, es hat nicht so viel abgezogen wie die normale Special-Attacke, die lächerlich ist. Nass. Oder war das jetzt. Ach, ich war das einfach nur so, weil der so viel Leben hat, wahrscheinlich, wa? Dann holen wir lieber Whitebeard als Partner rein. Das ist, glaube ich, besser. Und jetzt gibt es einfach mal hier den hier. Bam, Junge. Das sieht nicht mehr allzu viel ab, natürlich, weil der scheinbar gerade seine Rüstung auch anhat. Das gute Lapin. Wir machen ja so auch noch genug Schaden. So ist es natürlich nicht. Achtung, jetzt geht's mal ab. So, jetzt machen wir das Lapin mal kalt hier. Was der an Schaden raus hat, das ist der Oberhammer, ey. Ohne Spaß. Nein, ich hab's besiegt. Ich wollte es noch mit dem Kizuna Rush beenden. Scheiße. So eine Kacke. Aber Leute, das war Whitebeard. Das war auf jeden Fall Whitebeard. Leck mich am Arsch. Der Typ ist so ein asoziales Drecksstück. BDS 6 Minuten 10. Ja, very nice. Auf jeden Fall. Whitebeard macht immer wieder Spaß, den zu spielen. Oh, revolutionär habe ich gekriegt. Hier sind 50% der Inseln im Traumlock ab. Ach cool, seht ihr mal. Haben wir das halt auch gekriegt, wa?
Ach stimmt, das wollte ich ja auch mal zeigen. Stimmt. Werde ich jetzt auch mal gerade zeigen. Pass mal auf. Revolutionär. Sehr gut. So, ja, wir sind ein bisschen aufgestiegen hier. Das ist gut. Wir haben ein paar richtig gute Münzen gekriegt. Wir haben Whitebeard-Münzen und Blackbeard-Münzen bekommen. Das ist gut. Oh, wir haben sogar zwei goldene Münzen gekriegt. Nice. Cool. Okay. Das ist nice. Okay, pass mal auf. Ich zeige euch mal gerade was. Das wollte ich euch nämlich auch schon mal lange zeigen. Und zwar das große ganze Bild. Was man quasi freischalten kann, wenn man das Spiel komplett durch hat. Sekunde mal. Also, wir müssen erstmal den neuen Weg zeigen. Drei neue Wege. Links, rechts und nach vorne. So, aber wir gehen mal ganz ins Hauptmenü. Denn die Folge ist natürlich noch nicht vorbei. Noch längst nicht. Wir machen auf jeden Fall noch ein Kopfgeld, denke ich mal. Galerie. Und zwar, passt mal auf, Leute. Ich zeige euch mal das schöne, große, ganze Bild. Davon habe ich ja schon ein bisschen was freigeschaltet. Wo war das nochmal? Das war in Legende, glaube ich, ne? Ja, genau. Da, seht ihr es mal. Das sind nämlich die einzelnen Abenteuer, die ich quasi schon bestritten habe und auf 100% habe. Das sind nämlich die hier. Mit Buggy das Abenteuer beginnt, also quasi der Anfang vom Spiel. Und Captain Black habe ich schon auf 100%. So, dann haben wir hier zum Beispiel Traumlok 4. Stadt des Wassers habe ich auch schon auf 100% gemacht, stimmt. Auf jeden Fall hier Traumlok Nummer 4, Traumlok 2 und Traumlok 1 haben wir auch schon auf 100% hingekriegt. Und da seht ihr mal, das wird ein riesengroßes Bild am Ende ergeben. Und ja, das wollte ich euch auch mal zeigen. Ich habe davon halt schon ein paar Sachen freigeschaltet und ich werde mir Mühe geben, dass ich vielleicht irgendwann mal das ganze Bild komplett habe. Weil das würde ich dann doch schon gerne sehen, wie das aussieht. Ich werde es mir auch nicht spoilern, wie das aussieht, wahrscheinlich. Aber man hat natürlich jetzt gesehen, in der Mitte scheint Ruffy natürlich zu stehen. So, machen wir nochmal einen Traumlok. So, wen spielen wir denn jetzt mal? Ich könnte euch ja mal Shanks zeigen, weil Shanks auch richtig, richtig assi ist. Aber ich könnte euch auch mal Doflamingo zeigen, weil Doflamingo auch ziemlich geil ist. Oder vielleicht mal Mihawk. Mihawk haben wir auch noch nicht gesehen. Ich würde sagen, wir nehmen mal Doflamingo. Weil der auch ein richtiges Arschloch ist. Er ist ja auch ein Shibukai, ein Himmelsdrachenmensch. Nicht Shibukai. Nee, Shibukai ist doch nicht der Himmelsdrachenmensch, das sind doch die Dingensbummens. Sag schnell. Ihr wisst, was ich sagen will. Shibukai sind die. Ja, er ist ein Shibukai, stimmt. Er ist ja ein Samurai der Meere. Noch. Oder. Nee, jetzt mittlerweile ja nicht mehr. So, jedenfalls, wir werden mal den Weg zur Akainu freischalten, weil den möchte ich nämlich auch jetzt bald mal meinen eigenen können, den Kollegen. So, wir gehen aber gerade ganz kurz hier rein und werden auf jeden Fall den nochmal leveln jetzt gleich ein bisschen. Mit ein paar Münzen mal für den ausgeben noch, weil ich glaube, der hat nicht alles auf jeden Fall. Gerade schauen, was der noch alles hat oder was der schon alles hat. So, Spielinfo. Nee, Quatsch. Kampfvorbereitung. Münzen, was hätten wir da auch? Ach, ein paar Münzen hier, die haben wir auf jeden Fall noch rumliegen. Was haben wir hier? Ja, ich würde sagen, von haben wir auch ganz gut genug. Ja, es sieht ganz gut aus. Guck mal hier, Morgenmünzen haben wir jede Menge. Können wir alle mal ausgeben. Den Typ braucht doch eh keiner hier, den Morgen. Höchstens Captain Morgen braucht man, aber mehr auch nicht. Oh, nice. Boah, Kizaru, habe ich 54 Münzen jetzt? Oh, nice. Cool, ja, dann geben wir die auf jeden Fall aus. Für die Gesundheit von Doflamingo. Und ne Münzen. Ist klar, weil das ist natürlich seine Angestellte, quasi. So, Doflamingo Münzen können wir mal ein paar ausgeben. So, Monet ein paar Münzen und ein paar Doflamingo Münzen auf jeden Fall noch. Die können wir jetzt eh gleich wieder rein. Und ja, das Doflamingo Zeichen haben wir natürlich noch nicht. Was haben wir hier noch? Oberbelmünzen können wir ein paar verbrauchen. Dann nehmen wir hier noch ein paar Mr. One Münzen dabei und dann das ist ganz gut aus. Dann haben wir hier Moria. Moria hätte ich nur Corona eine ganze Menge. Geben wir die mal gerade aus hier. So, dann haben wir auch wieder Angriff ein bisschen mehr gesteigert. Whitebeard können wir mal eben leveln. Und ja, komm, die Jinbei Münzen leveln wir auch mal gerade rein. Auch wenn wir Jinbei nicht so viel haben, aber ich den zocke jetzt eh bald mal die nächsten Tage. Und Teufelsfruchtnutzer, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, aber da am meisten natürlich Ruffy, denke ich mal. Ja, Ruffy haben wir am meisten. Also, ah ne, Parameternutzer, Entschuldigung, Parameternutzer sind es natürlich. So, au, Angriff ist komplett, mehr geht nicht, alles klar. Caesar und Vergo-Münzen haben wir auch noch übrig. Müssen wir auch noch vergeben. Ist noch mehr Verteidigung.
Und dann kommt auch schon das Weltregierungszeichen. Das habe ich noch nicht. Impel Down. Ja, können wir auch mal gerne vergeben, wo wir schon dabei sind. Haben wir noch eine Spezialleiste mehr. So, und dann würde ich sagen, was haben wir hier eigentlich noch? Ah, das hatten wir auch schon abgegeben, stimmt. Den Vogelkäfig können wir nämlich auch schon beschwören. Dann hätten wir hier nur noch das hier, ne? Komm, die geben wir auch noch eben aus. Haben wir noch einen weiteren Slot, Fähigkeiten-Slot. Simple Down gefangen, ne? Ja, klar. So, und, oh, Lowmans. Ja, die geben wir auch noch aus. Komm, haben wir auch noch. Passt, würde ich sagen, ne? So, und dann kriegt der nur noch, was haben wir denn hier? Punk Hazard kriegt der. Ah, okay, die habe ich auch noch nicht. Ah, okay, gut. So, Fähigkeiten noch. Oh mein Gott, wir sind, alter Schwede, wir sind bei, oh, okay. Also ich weiß gar nicht, ob wir das hier noch, hinkriegen alles in der Folge. Ich will die hier nicht teilen eigentlich. Fangen wir einfach mal an. Also wir sind schon quasi schon wieder fast am Ende eigentlich der Folge, aber wir machen jetzt auf jeden Fall mal, wir beeilen uns ein wenig. Das ist ja nur ein Nebenteil zu Akainu. Jetzt werdet ihr mal sehen, wie krass übertrieben der liebe Don Flamingo ist. Bam, bam, bam. Kein Problem hier für den lieben Don Flamingo. Wenn ich übelst dabei ist mit seinen Fäden, mit seiner Fädenfrucht. Hätte ich eigentlich nie gedacht. Man dachte ja früher mal, es wäre irgendwas anderes gewesen. Nicht irgendwie, es wäre irgendwie die Kontrollfrucht oder sowas. Ich bin ja auch häufig mal auf OP-Wiki am gucken, also One Piece-Wiki. Da gucke ich mir halt immer gerne an, was auch manche, was manche für Theorien haben. Und da war halt mal die Theorie im Umlauf, dass der hier von der Kontrollfrucht oder so gegessen hat, weil der Leute kontrollieren konnte. Aber an die Fädenfrucht hat nie jemand gedacht. Oder was heißt nie jemand? Also, haben halt die meisten nicht dran gedacht. Bis es halt dann bekannt wurde, was genau der jetzt für eine Teufelsfrucht gegessen hat. So, wie ihr seht, der Kerl haut verdammt übel rein. Auch quasi immer nur Y zu drücken die ganze Zeit. Ich habe gerade diese Mihawk im Team. Natürlich noch besser. Der Typ ist einfach so übel. Und Scheiß. Er ist schon mittlerweile fast der stärkste Charakter, wie ich finde, irgendwie. Eigentlich schon wieder fast stärker als Whitebeard, wie ich gerade eben noch gesagt habe, der geilste ist. Aber ich finde den irgendwie auch, der ist mega, mega stark, ey. Oh, mal hier eine Special-Attacke. Ja, den roten Faden, den er da machen kann, diesen Feuerfaden. Und ich sage euch, glaube ich, auch mal den Vogelkäfig mal gerade. Den gibt es nämlich auch. Achtung, Vogelkäfig. Das ist auch ziemlich nice. Leider ist Mr. Tu jetzt rausgesprungen. Sehr ungeil. Aber ich habe eine ganze Menge Leute erwischt. 130 Kills. Das ist nicht gerade wenig. Wo ist denn Mr. Tu hin? Mr. Tu, du gehst mir auf den Zeiger. Du bist mir viel zu agil hier. Mal die nochmal. Flammenfaden. Aber schon krass, wie stark der eigentlich ist, ne? Wie stark ein Paramezia-Nutzer sein kann, der nur von der Fädenfrucht gegessen hat. Das ist schon krass, wenn ihr euch überlegt. Ich finde es schon fast übertrieben, wie stark der eigentlich war. Er war ja wirklich, also in meinen Augen war er der stärkste Shibukai von allen. Also der allerstärkste auf jeden Fall. Weil, ich weiß nicht, also gut, Bartholomäus Bär. Okay. Hat man noch nicht wirklich gesehen. Keine Ahnung, wie stark der noch ist, was da noch rauskommen wird. Aber von allen bisherigen ist der einfach stärkste gewesen. Gut, weil natürlich auch einer der letzten natürlich ist. Den Rest hat man natürlich schon gesehen. Oh, ups, da bin ich gegen Spiko gekommen. Mussten wir mal gerade versetzen, damit ich nicht dauernd dagegen komme. Und das Nami aufgetaucht. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder besiege ich Nami oder ich besiege Along. Und derjenige, der nicht besiegt wird, der gehört zu meinem Team. Das heißt, wir werden natürlich killen. Ist klar, wir werden natürlich Along jetzt killen. Ich hab Bock auf Along. Machen wir gerade den Vogelkäfig. Dann kriegt er erstmal richtig auf die Fresse, der Along, der Rude. Oh, ich habe Nami fast besiegt. Das ist nicht so geil. Ich möchte auf jeden Fall Nami im Team haben. Warte mal. Oh, das ist jetzt nicht so geil. Fuck. Wir sind nebeneinander gerade. Ist nicht so geil. Und ich erwische jetzt nicht Nami. Fuck. Ich habe Nami tatsächlich gekillt. Ah, super. Das heißt, jetzt habe ich Along im Team. Klasse. Ich habe Bock auf Along, ey. Den Pfeifen-Wichser, ey. Entschuldigung, ich das...
sagen musst du mal gerade, aber ich mag Alon nicht. Alon ist ein Penner. Hab ich hier jemand ins Team gekriegt? Komm, da vorne ist eine Fleischkeule. Ich bin erfolgreich. Ich warte mal gerade ganz kurz, vielleicht kriege ich da jemand ins Team. Ja, alles klar. Obdas rein und Alon. So, Alon direkt mal voll. Wir leveln gleich mal Okta jetzt hoch, weil der ist der letzte, der uns dem noch fehlt, der noch nicht voll ist. Und wandert für mich umherum. Auch eine ziemlich starke Attacke von Don Flamenco irgendwie. Ah komm, wir machen den Vogelkäfig gegen den Wichser da. Vogelkäfig. Lachs, Junge, eingenommen. Tja, so leicht kann das gehen, oder? So. Dann mal ab zum letzten Gebiet da unten. Oder zu dem Gebiet, wo wir hin sollen. Okay, da ist Monet. Ja, okay, Monet ist natürlich klar, Traumloch. War eigentlich unlogisch, natürlich. Machen wir das mal hier Platz, das Gebiet. Was halt übel ist, ist halt die Reichweite, die er hat, ne? Wie viele Leute er trifft. Das ist halt verdammt übel, ne? Missionsupdate. Siegefeindliche irgendwas. Was machen wir mit dem Vogelkäfig, Leute? Ach, der Vogelkäfig. Wo ich da alles reinkriege. Vielleicht kriege ich da sogar Money rein. Ja, kriege ich sogar auch gut rein. Sehr gut. Mehr Money. Die kann man ja leider nicht freispielen. Die ist kein Charakter zum Freispielen. Die ist lediglich ein Partnercharakter. Finde ich persönlich sehr schade. Weil der eigentlich auch ganz cool ist, die Money. Meinst du also, Monet? Kein Problem. Machen wir mal hier den Flammenfaden. Du Bitch. Overhead. Findest du den Monet? Mach's gut. Und zwar gerade, ja, hallo, ich glaube, es hackt hier. Aber wir hatten alle von mir kontrolliert hier. Meine Lieben. Wapo muss immer noch, glaube ich, hier hin. Ja, ihr seht also, Don Flamenco geht verdammt übel ab, der Kerl. Er ist echt mega stark, der Kerl. Ohne Scheiß. Nutz-Update, der muss natürlich immer noch hier rein. Vogelkäfig. Klatsch, 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 klatsch. Bam, Junge. Und eingenommen, wahrscheinlich, oder? Ja, oder noch nicht. Ah, okay, weil ich natürlich Dinges besiegen muss hier. Kollegen hier vorne, den Anführer. Feuerfaden und Dinges ist auch noch erschienen. Progress und Lucky sind erschienen. Guck mal, wo die stehen, die zwei. Das Ding hier ist mir auf jeden Fall. Ich gehe nach da hinten hin. Das Geile ist auch, wenn du den Kizuna Rush Modus anmachst, dann benutzt er die ganze Zeit Harten. Der Don Flamenco, was ziemlich geil ist, wie ich finde. Es dauert kriegt jeder Schaden, der bei ihm rumsteht. Lass mal gerade mit Mihawk einfach mal machen. Pass mal auf. Ich sag euch das jetzt direkt mal. Achtung, und jetzt kriegt jeder die ganze Zeit Schaden, der in seiner Nähe steht. Weil er die ganze Zeit Haki ansetzt. Ja, danke, dass ich mich überhaupt bewegen darf, ihr dummen Stücke, ey. Bam, Junge. Ja, auch lacht, ne? Absolut genial. Hey, Loki, mach's gut, Loki. Auf Wiedersehen. Muss das für dich gewesen sein. Auf Wiedersehen. Bam. So, wir haben alle besiegt soweit. Das ist schön. Durch mir auch nicht mehr gelevelt. Das ist natürlich jetzt mega kacke. Ah, das holen wir schon wieder rein. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wird die Folge halt ein bisschen länger heute. Ist nicht so schlimm. Ist schon öfter längere Folgen gab, von daher kein Problem. Ja, Progress. Eigentlich logisch, dass der mal gegen uns kämpft, weil er ist ja wirklich einer, der gegen uns gekämpft hat. Oder quasi der gegen Don Flamenco angegangen ist, weil er natürlich zum Blackbeard geraten wird, ist klar. So, wir machen den Vogelkäfig. Ist am einfachsten jetzt gerade. Latsch, Junge.
das sind ja die. Zack, das hast du, Burgress. So viel dazu. Deinem tollen Plan hier. Weil ich merke, das Team passt eigentlich doch relativ gut. Ne? Fast nur böse irgendwie im Team. Oder welche, die eigentlich fast nur böse waren bis jetzt. Auch da war mal böse, aber ist jetzt mittlerweile natürlich lieb. Und gut, eigentlich war der Einzelne, der noch nie richtig böse war, ist halt Mihawk, ne? Klar, der hat Zorro halt zerschnetzelt, aber der hat halt auch gegen ihn gekämpft, ich meine. Aber der hat nicht umgebracht, der hat ihn umbringen können natürlich, ne? Ist klar. Sagt der Tier-Attack ist auch voll genial. Kämpft mal alle für mich. Ist ganz einfach zweimal X und dann Y, Y, Y. Zack, zack, und dann Y, Y, und dann macht er das noch manchmal. Heißt die Attacke. Ich benutze sogar Leichen. Voll übel und so. Oh, der Riese nochmal. Lol. Den Riese sogar benutzt gerade. Also ihr seht, mit Doflamingo ist natürlich alles viel zu leicht schon fast, weil er einfach mega stark ist, der Kerl. Genau wie mit Whitebeard eben. Weil in Whitebeard war das wiederum was anderes. Der hatte einfach ein Level 50 Ding. Willst du mich vielleicht verarschen, du blöder Riese? Und Flamingo hatte natürlich, Whitebeard hatte einen Level 50er, eine Level 50er Mission. Daher war es etwas schwieriger mit dem. Das ist jetzt hier eine Level 25er Mission. Von daher, ja, ne, ist natürlich klar, dass das hier was leichter ist. So, besiegen wir mal Eki. Der ist Gegner Number One hier. Erstmal die Feuerfarben. Bam. Machen wir eben noch so auf die Fresse, würde ich sagen. Aua. So, wir machen einen Haki an. Mit Mihawk. Der hier erstmal auf die Fresse, der liebe Eki. Zeigen wir mal, wo eine Hake hängt. Hätte null Chance gegen Doflamingo in Wirklichkeit. Und bam, Junge. Müssen wir erstmal den Zuna Rush in die Fresse. Bam, Junge. In your face. So, den nächsten Kizuna Rush direkt mal verwenden hier. Machen wir das immer gerne für die Bosse auf. Und ich würde sagen, Kizuna Rush gewonnen. Und auf Wiedersehen. 2000 Chaos noch gekriegt. Sehr schön. Wunderschön. Finde halt cool, auch wie er die Arme so hält, ne? Die ganze Zeit dabei seine Fäden zu spinnen, halt richtig geil. Ja, Leute, das war Doflamingo. Ich hoffe, der war auch ziemlich geil. Ich hoffe, ihr fandet den auch ziemlich geil, meine ich. Leider ein bisschen wenige Ausrufezeichen erhalten, ist aber nicht so schlimm. Ist halt auch wirklich relativ schwer, mit Doflamingo Ausrufezeichen zu kriegen. Also muss man mal ehrlich sein. Ja, das würde ich sagen, war's dann für den. Ach, guck mal hier, mit Mihawk kriegen wir sogar Kombo-Verbesserung. Cool. Ja, wir haben sehr coole Münzen gekriegt, auf jeden Fall. Doflamingo-Münzen und Burgress-Münzen auf jeden Fall sind sehr gut. Davon haben wir nicht allzu viel. Ja, dann würde ich schon fast sagen, das ist das für heute. War, ich habe wieder gut Geld. 6,5 Millionen habe ich wieder mittlerweile. Und ja, das würde ich sagen, war es dann für die heutige Folge von Pirate Warriors 3. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mir natürlich gerne einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das findet. Und wenn ihr wollt, lasst mir einen Kommentar da, was ihr mal sehen möchtet in einem Traumlog, wenn ihr möchtet. Und ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir mal uns Akainu vornehmen, dass wir den noch nicht mal haben. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.